Hallo liebe Leute, willkommen wieder beim Simson Doktor. Heute möchte ich euch den zweiten Teil der Schaltungsreparatur bei der S51 zeigen. Und zwar im letzten Video habt ihr gesehen, in der Schaltwippe bzw. hier in der Schaltwalze war sehr viel Spiel. Vergleiche jetzt, ich habe es repariert. Hier, nur noch ganz wenig Spiel. Das Rätsels Lösung waren Ausgleichsscheiben. Hier, ich habe einfach einen ganzen Packen in verschiedenen Dicken bestellt. Die 1,4 mm Scheibe war die Lösung dafür. Und damit funktioniert das Ganze recht gut. Ich habe noch den inneren Schalthebel hier getauscht. Der alte war auch nicht mehr gut, beziehungsweise die Feder war verkehrt eingestellt und er war abgenutzt. Und ja, die Schaltung einstellen hat jetzt noch ein bisschen Arbeit gebraucht, aber nun schaltet sie eigentlich relativ gut durch. Ich probiere mal, ob ich das hier mit einer Hand demonstrieren kann. Muss gleichzeitig das Hinterrad drehen. Hier, erster Gang geht relativ gut rein. Dann geht es hoch in den Leerlauf. Weiter in den zweiten Gang. Und weiter in den dritten Gang. Und ab in den vierten Gang. Das Ganze wieder retour. Vom vierten in den dritten Gang. In den zweiten Gang und in den Leerlauf. Hier, Leerlauf geht und vom Leerlauf, na, der erste mag nicht so, wenn sich der Motor nicht dreht. Ja, siehe da, ja, hier kann ich noch mal ein bisschen nachstellen. Werde ich den Einsteller noch wahrscheinlich eine Viertelumdrehung nach links bewegen. Aber danach müsste es endgültig passen. Wunderbar, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Problemfall.